Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Ja, in der letzten Folge haben wir den Doktor von Leslie getroffen, der für uns diese Horde, so nenne ich sie jetzt einfach mal, abgelenkt hat. Und wir haben auch ein paar Fallen entschärft und wären dabei fast draufgegangen. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter, um zu gucken, wo diese Geräusche herkommen. Und hier ist schon einer, der schon die Spitzhacke bereithält. Ja, aber diesem Spiel wird man nicht... Bitte? Blindgänger oder was? Okay, der wird auf jeden Fall auf... Oioioioioi. Du hast so ein Eier am Kreisen, Kollege. Wir haben die Fackel. Gott. Okay, beim nächsten Mal schieße ich. Hoffentlich finden wir nochmal eine Spritze. Ansonsten sind wir beim nächsten Angriff tot. Da vorne steht schon wieder einer. Aber den könnten wir eigentlich anlocken, oder? Weil hier ist doch irgendwas gespannt. Jawohl. Da ist was gespannt. Ich schaue aber erstmal hier oben. Bevor wir nachher eine ganze Meute am Hals haben, nur weil das Ding hochgeht. Freunde, dieses Game ist echt nicht einfach. Nehmen wir mal die Flasche mit. Was war das? Kurz hinten gucken. Nicht, dass uns da einer überrascht. Sonst nehme ich zur Not auch die Flinte, ist mir egal. Oh ja, immerhin zwei Schuss für. Die Frage ist, wir haben ja jetzt Teile. Ach, wir haben auch noch den Erste-Hilfe-Koffer. Ah ja, Bolzen können wir herstellen. Aber wir haben die Armbrust doch noch gar nicht. Also bringt die uns doch nichts. Oh, Backe. Ich würde auch gerne mal ein paar Fallen herstellen. Das ist ein Hebel. Aber ja. Geh weg. Gut, da haben wir einen Kontrollpunkt freigeschaltet. Oh, verdammt nochmal! Das darf doch nicht wahr sein. Oh, wir nehmen mal die erste Hilfe. Schuss! Hallo, dreh dich um. Wieso? War das Zeug einfach zu stark für den oder wie? Verrecke. Okay, also für alle, die Zweifel daran hatten, ob das Spiel ungeschnitten ist, so wie es aussieht, ist es das auf jeden Fall. Ist aber immer noch einer. Ich möchte irgendwie wissen, was passiert, wenn wir diesen Hebel betätigen. Ach! Gut zu wissen.
Und diese ekelhaften Geräusche, die gehen mir irgendwie... Boah. Oh. Kann man das hier aufmachen? Na, was ist da drin? Oh, nett. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Schrotflinte. Diese Repetierschrotflinte... Oh, ich bin ans Mikro gekommen. Verfügt über einen kurzen Lauf mit der mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. Magazingröße 4, nette Werte. Die legen wir doch direkt mal... Ach so, nö. Schrotflinte? Doppelläufige Flinte. Aha. Da haben wir gerade die doppelläufige. Oh, die Schrotflinte. Komm. Brandbolzen, Giftbolzen, Explosivbolzen, Brandbolzen. Ja. 3, 2, 1, 1. Ich glaube, das hängt zu niedrig, um da dran vorbei. Wo ist der Stiefel? Ich will auf jeden Fall irgendwas latschen. He's watching. We can't leave. Na, da sitzt keiner drin. Irgendwie Schiss, dass auf einmal irgendwie was hinter uns steht. Oh, wir können das untersuchen. Er beobachtet uns, wir können nicht weg. Das kann man aber nicht entschärfen hier. Oder muss man sich dafür hinstellen? Nein, muss man nicht. Klack. Ach so, stimmt, wir haben die ja nicht verbrannt. Das ist eigentlich der perfekte Moment, um herauszufinden, ob die wieder aufgewacht sind. Ne, scheinbar nicht. Die sind weg. Das sind keine Leichen mehr. Und das heißt, wenn man denen den Kopf wegballert, dann stehen die wohl doch nicht mehr auf. Gehe ich jetzt mal stark von aus, ansonsten werden hier ja schon wieder drei Typen rumlatschen. Wait. Ich will wissen, was oben ist. Wo diese Geräusche herkommen. Ich weiß, vielleicht bin ich ein bisschen lebensmüde, aber... Das ist mir gerade... voll egal. Und da steht... Da geht auf jeden Fall einer rum. Ey, Kollege. Wer bist du? Was machst du hier? Wait. Ups. Hoppla. Das war jetzt nicht so gewitzt. Ich entschuldige mich auch gerade für das Quietschen, aber ich habe mich echt erschreckt. Bam. Treffer. Nein, die verbrennen wir jetzt nicht. Wir haben nur noch zwei Streichhölzer. Oh, was haben wir denn hier Feines? Streichhölzer! Nochmal drei Stück. Ja, aber ich würde dir raten, liegen zu bleiben. Ansonsten kriegt die eine Kugel in die Birne. Der liegt ja so komisch rum. Aber der wäre scheinbar nicht aufgestanden. Was ist das? Die Qualenarmbrust. Ach, da haben wir sie ja endlich. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Gut, wunderbar. Also scheinbar werden wir gerade schnell stärker.
Aber wir haben jetzt noch eine zweite Flinte gefunden. Und ich will hier wieder raus. Hallo? Escape? Nein. Oh, Qualenbolzen herstellen. Das ist ja um gewählten Bolzen herzustellen. Mit Fallenteilen kannst du Bolzen für die Qualenarmbrust der Art herstellen, die du kennst. Gut. Ich will ja aber weg. Hallo. Ich drücke auch Leertaste, aber die bewegt sich nicht. Aha, gibt's doch nicht. Ich drücke jetzt einfach mal sämtliche Tasten. Oh, da habe ich sie scheinbar gefunden. Gut, dann können wir jetzt weiter. Da hängt ein Bolzen. 1. Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Qualenarmbrust, um Gegner aufzuspießen. Weil das Bild sieht doch nicht so aus. Aber man muss schon sagen, irgendwie, dadurch, dass wir jetzt auf einmal etwas stärker werden und auch durch die verschiedenen Waffen mehr Munition quasi haben, nimmt das einen doch so ein bisschen die Angst. Ich meine, ich find das ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Aber da kann man auch geteilter Meinung sein. Aber ich bin der Meinung, Sebastian ist ja Polizist an sich und die können eben mit Waffen umgehen und sind meines Erachtens nach nicht ganz so ängstlich. Schleichangriff. Sneak. So gibt's Ruhe. Ja, alte Zombie-Weisheit, zerstöre das Hirn und du bist sie los. Ich hoffe mal, das gilt hier auch. Moment, hier stand doch irgendwo einer, oder? Oder wo sind wir gerade? Ich weiß gerade echt nicht, wo wir sind. Ach Mist, der hat uns schon gesehen. Bam. Ich gehe mal davon aus, dass das ein kritischer Treffer war. Wenn euch das aufgefallen ist, die lassen auch ab und an dieses grüne Gel fallen, womit man sich aufbessern kann. Ich finde schon im Gesamten, wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, wie ja, eine Mischung aus Resident Evil 4. Das ist jetzt eher so ein Resi 4 Abschnitt und Resi 1. Also Horrorelemente sind auf jeden Fall da und ich finde wirklich, dass es eine sehr gelungene Mischung ist. Wie ihr das seht, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. So. Latschen wir hier mal durch. Da liegt nämlich noch was, oder? Nein. Gar nicht. Das sind die Bücher. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Oh, ja. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß auch, wo ich nochmal hin wollte. Ich will nämlich gucken, dass... Oh, was liegt denn da Schönes drauf? Kann man da hoch? Ja. Ui, Teile. Teile. Ich mag Teile. Irgendwie fühle ich mich auch mittlerweile mit den ganzen Waffen so ein bisschen sicherer. Zwar die Anspannung teilweise ist zwar immer noch... Die Anspannung ist zwar natürlich noch da, klar, aufgrund der Atmosphäre. Die ist immer noch sehr dicht. Aber durch die Waffen fühlt man sich doch ein bisschen sicherer. Und das muss ja eigentlich auch mal sein. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, hier kamen wir gerade raus. Ja, da ist der Typ. Was ich auch irgendwie witzig finde, sage ich mal, dass man entgegen von vielen Spielen heutzutage keine Karte hat, wo man irgendwie hin muss. Man kriegt auch keinen Wegpunkt irgendwie angezeigt. Also das finde ich echt mal wirklich wieder erfrischend. Weil in vielen Spielen heutzutage
Es wird ja immer mehr auf Casual ausgelegt und da wird man quasi megamäßig an die Hand genommen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist hier bei dem Game auf jeden Fall nicht der Fall. Man bekommt zwar alles erklärt, ist ja auch richtig so, aber man wird eben nicht so stark an die Hand genommen, dass man quasi durch das ganze Spiel geführt wird. Deswegen hat man auch keine Karte und muss den Weg selber finden. Und ich befürchte, dass hier hinter dieser Tür wieder einer rumwütet. Aber wir wollen ja plündern, was geht. Oh, verdammt, ist das dunkel. Da ist auch wieder eine Bombe. Eine Spritze, wunderbar. Was haben wir da drin? Munition. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ich will diese Bombe jetzt nicht entschärfen. Oh, achso, das war der Strohhaufen. Ich will gucken, dass ob hier irgendwo. Ich weiß, kommen wir da durch ohne. Okay, ist noch nicht mal einer. Dann können wir die auch entschärfen. Klack. Kicken wir mal die Leiter runter. Flucht vorbereitet. An das Fenster zu klopfen. Meh. Gibt's doch nicht. Sneaky sneak. Leise. Ist noch ohne eine Kiste. Ich würde die gerne zertrümmern. Glaubt's mir, aber. Man weiß echt nie, ob. Ob gerade irgendeiner von den Typen in der Nähe ist oder. Oder eben nicht. Ich glaube, wir sind gerade da, wo wir das Schwein begrüßt haben. Oh, ein bisschen Krach hier. Oh. Krach machen lohnt sich anscheinend. Wir haben Teile gefunden. Oh, es wird lauter. Ah, es geht noch weiter hoch, sehe ich gerade. Steht der denn? Steht der denn auf dem Dach? Steht der Kerl auf dem Dach? Das will ich jetzt mal abchecken. Ja, und um da hochzukommen, müssen wir die Bombe entschärfen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir die Leiter hochsteigen. Ich will es nicht riskieren. Da riskiere ich lieber die zu. Na, ich will die. Bombe entschärfen. Boah, war das knapp, Freunde. War das knapp. Na, vielleicht kommt der runter. Bam. Oh, geht. Kommst du runter? Nein, kommt nicht runter. Dann gehen wir halt drauf. Vielleicht müssen wir ja da sogar hin. Wer weiß. Jo, also hier ist er nicht. Nur die Jungfrau Maria. Die gute. Und dann, Freunde. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und dann werden wir beim nächsten Mal weiter nach dem Weg suchen. Bis dahin. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Ciao.